grüße dich und willkommen zum Push-Pull-Beine-Trainingsplan. Bevor es losgeht, sollte natürlich das Aufwärmen nicht fehlen. Nach einem generellen 5-minütigen Warm-up geht es zum spezifischen Aufwärmen, um die Schultergelenke vorzubereiten und den Blutfluss in der Brust, den Schultern und den Trizeps zu erhöhen. Zum Thema, wie man ein optimales Warm-up gestaltet, habe ich bereits ein Video gemacht. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Die erste Übung ist eine horizontal drückende Übung, und zwar das Bankdrücken. Alternativ könnte man auch die Brustpresse nehmen oder Kurzhantelbankdrücken. Hier trainieren wir die Brust in 3 Sätzen mit 6 Wiederholungen. Wir gestalten die Übung schwer, damit wir neben dem Muskelaufbau auch gute Reize setzen, um kräftiger zu werden. Wichtig hierbei ist, dass wir vor Beginn die Schultern hinten zusammenziehen und dann mit dem oberen Rücken, dem Po und dem Kopf auf der Bank liegen. Im unteren Rücken haben wir ein leichtes Hohlkreuz, wodurch die Schultern in einer guten Position sind, Verletzungen damit vermieden werden und man maximal Kraft erzeugen kann. Die Arme sollten am untersten Punkt im 45 bis 70 Grad Winkel sein und dabei sollten die Unterarme senkrecht nach unten zeigen. Wenn das der Fall ist, weiß man, dass man die optimale Griffbreite hat und die Schultergelenke nicht ungünstig belastet werden. Die zweite Übung ist eine vertikal drückende Übung. Hier haben wir das Schulterdrücken im Sitzen. Wie der Name schon sagt, wird hierbei primär die Schulter trainiert. Alternativ kann man das Schulterdrücken auch im Stehen machen oder eine Schulterpresse wählen. Die Kurzhanteln sollten in der Startposition ungefähr auf Ohrenhöhe sein, wobei die Unterarme auch möglichst senkrecht sind und die Ellenbogen leicht nach vorne ausgerichtet sind. Beim Drücken bringen wir die Kurzhanteln oben zusammen, lassen die Arme aber leicht gebeugt, um die Spannung auf der Schultermuskulatur beizubehalten. Die Übung machen wir dann im 3x8. Weiter geht es mit Cable Flies im 3x12. Nochmal eine Übung primär für die Brustmuskeln. Dafür geht es in die Schrittstellung und in eine leichte Körpervorlage. Die Arme sind dabei leicht unterhalb der Schultern, so trifft man optimal die Brust und lässt die Schultern weitestgehend raus. Ich empfehle bei den Flies noch, die Arme leicht einzudrehen. Die Brustmuskeln sind nämlich unter anderem für eine Adduktion, also Heranführen der Arme zur Körpermitte und die Innenrotation der Arme zuständig, was wir dann beides bei den Flies machen und somit einen richtig guten Reiz für die Brustmuskeln setzen können. Nach dem Flies geht es mit dem Seitheben im 3x12 weiter. Hierbei ist wichtig, dass die Schulterblätter nach unten gezogen werden und die Arme leicht gebeugt sind. Die Armbeuge bleibt dann auch fix in der Position. Der Oberkörper ist leicht nach vorne gelehnt und die Ellenbogen sollten immer der höchste Punkt bei der Ausführung sein, damit wir auch wirklich die seitliche Schulter und nicht die vordere Schulter und den oberen Teil des Trapez treffen. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, und zwar sollten die Arme maximal auf 90 Grad angehoben werden. Alles, was darüber hinausgeht, geht auf den Trapez und nicht mehr auf die seitliche Schulter. Die letzte Übung des Push-Training-Tages ist das Trizepsstrecken im 3x10. Der Trizeps wurde ohnehin schon beim Bankdrücken und dem Schulterdrücken mittrainiert. Deshalb reicht in der Regel eine isolierte Übung für den Trizeps am Ende aus, um den Trizeps zum Wachsen zu bringen. Wichtig ist, am unteren Punkt versuchen wir die Hände nochmal nach innen zu rotieren, um somit noch eine leichte Adduktion des Oberarms zu erzielen und damit den Trizeps maximal zu reizen. Hier ist nochmal eine Übersicht aller Übungen für das Push-Training. Weiter geht es mit dem Pull-Training, wo der Rücken und der Bizeps trainiert wird. Auch hier geht es zuerst mit dem Aufwärmen los. Nach dem generellen Aufwärmen geht es dann in die Schulterrotation mit dem Band und dem liegenden Latzug. Die erste Übung ist eine vertikal ziehende Übung, und zwar der Klimmzug. Das Ganze dann im 3x6, um auch hier neben dem Muskelaufbau die Kraft zu steigern. Wenn man noch keine freien Klimmzüge schafft, kann man sich ein Band zur Unterstützung nehmen. In der Beschreibung findest du einen Link zu einem Video, was ich bereits dazu gemacht habe, und zwar wie man in 5 Schritten auf 0 bis 10 Klimmzüge kommt. Alternativ kann man hier aber auch den Latzug im Obergriff machen, wo man die Schwierigkeit einfacher einstellen kann. Bei der Ausführung achten wir darauf, dass der Rumpf auf Spannung ist und wir uns mit der Brust Richtung Stange ziehen. Weiter geht es dann mit einer horizontal ziehenden Übung, und zwar dem Langhantelrudern im 3x8. Mit dieser Übung wird eigentlich der ganze Rücken trainiert, wobei aber vor allem der Trapez und der Latissimus die Arbeit für die Bewegung übernehmen. Der Oberkörper ist in der Vorlage, die Beine leicht gebeugt und der Rumpf auf maximaler Spannung. Von da zieht man dann die Langhantel Richtung Bauchnabel. Die Arme bleiben beim Zug möglichst nah am Körper und wir wählen hier einen engen Griff, also ein bisschen weiter als schulterbreit, um auch den Latissimus gut zu treffen. Je breiter man die Langhantel beim Rudern greift, desto stärker werden die oberen Rückenmuskeln trainiert. Die nächste Übung ist der Latzug im Untergriff im 3x10. Auch der Latzug ist eine vertikal ziehende Übung. Nachdem wir den Latz schon mit den Klimmzügen schwer trainiert haben, wollen wir hier nochmal mit den 10 Wiederholungen Volumen anhäufen, um das Wachstum im Latt wirklich zu maximieren. Beim Strecken der Arme empfehle ich, den Oberkörper auch möglichst weit nach vorne zu bringen, um so den Latt zu dehnen, und beim Zug den Oberkörper dann wieder leicht nach hinten zu bringen,
und die Brust rauszuschieben, um den Lat über die ganze Range of Motion zu trainieren. Die vierte Übung ist das sitzende Rudern mit einem neutralen Griff, auch im 3x10. Nach dem Langhantelrudern wollen wir hier ein bisschen Variation reinbekommen und die Rückenmuskulatur noch einmal in anderen Winkeln fordern. Hierbei wird wieder der Latissimus, die hintere Schultern, die Rhomboideen und der Trapez trainiert, wenn wir in der Streckung die Schultern nach vorne bringen und beim Zug aktiv die Schulterblätter zusammenziehen. Mit der nächsten Übung, den Reverse Flies, setzen wir dann nochmal richtig den Fokus auf den mittleren Trapez, die Rhomboideen und die hinteren Schultern. Wichtig hierbei ist, dass der Oberkörper fix in derselben Position ist und wir das Kabel leicht nach unten ziehen, um in Faserrichtung der Muskeln zu trainieren und somit einen optimalen Reiz zu setzen. Je nachdem, was der persönliche Fokus ist, kann man die Schulterblätter hier bei den Reverse Flies mitbewegen. Dann ist der Trapez und die Rhomboideen noch dabei. Wenn aber der Fokus nur auf den hinteren Schultern liegt, dann sollten die Schulterblätter in derselben Position bleiben, damit wirklich nur die hintere Schulter aktiviert wird. Der Pull-Trainingstag endet dann mit Bizeps-Curls im 3x10. Bei den Curls empfehle ich darauf zu achten, dass man die Ellenbogen beim Curlen leicht nach vorne bringt, um den Bizeps maximal zu aktivieren. Hier ist nochmal eine Übersicht aller Übungen für das Pull-Training. Weiter geht's mit dem Beintrainingstag. Zur Vorbereitung und Mobilisierung empfehle ich zunächst Beinkreisen und eine tiefe Kniebeuge in Kombination mit einer Beinstreckung, um die Hüftgelenke aufzuwärmen. Dann startet das Beintraining mit schweren Kniebeugen im 3x6. Wichtig hierbei ist, dass man die Füße in den Boden nach außen schraubt, um Knieverletzungen zu vermeiden und eine optimale Hüftstabilität während der Übung zu gewährleisten. Während der gesamten Ausführung versuchen wir, die Brust rauszustrecken und somit den Rumpf auf Spannung zu halten. Auch hier wollen wir in der gesamten Range of Motion trainieren, um den besten Muskelreiz zu setzen, und deshalb sollte die Kniebeuge tiefer als parallel sein. Bei der Kniebeuge wird primär die Oberschenkelvorderseite und die Po-Muskulatur trainiert. Dann geht es mit dem Kreuzheben im 3x8 weiter. Hierbei wird primär die Beinrückseite, die Po-Muskulatur und der untere Rücken trainiert. Um hier den Fokus nochmal mehr auf die hintere Oberschenkelmuskulatur zu legen, sollte die Bewegungsvorstellung sein, dass man die Hüfte zur Stange vorschieben möchte. Die Arme bleiben bei der Ausführung lang und die Schulterblätter sind hinten zusammengezogen und der Rücken ist gerade. Nachdem die Rumpfmuskulatur schon gut in den beiden vorherigen Übungen beansprucht wurde, geht es mit isolierten Übungen weiter. Und zwar als nächstes mit dem sitzenden Beinstrecken um 3x10 für die vordere Oberschenkelmuskulatur. Hierbei achten wir darauf, dass unsere Knie auf Höhe des Drehpunkts vom Gerät sind und dass wir uns aktiv mit den Armen in den Sitz ziehen. Die nächste Übung ist die einbeinige erhöhte Hüftbrücke, womit nochmal die Beinrückseite und die Po-Muskulatur isoliert trainiert wird. Das Ganze dann auch im 3x10. Die Übung kann man auch beidbeinig oder ohne Erhöhung durchführen. Das hängt davon ab, bei welcher Variante man 3x10 Wiederholungen schafft und sich dabei dann auch fordert. Dann geht es mit den Wadenheben im 3x10 weiter. Alternativ kann man das Ganze auch beidbeinig oder an einer Wadenmaschine machen. Zum Abschluss haben wir dann noch eine gezielte Übung für die Bauchmuskulatur im 3x15. Auch hier ist nochmal eine Zusammenfassung aller Übungen für den Beintrainingstag. Das war der Push-Pull-Beine-Trainingsplan. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Wenn ja, dann freue ich mich über ein Like. Und wenn du keine weiteren Fitnessinhalte und Tipps zum Krafttraining von mir verpassen möchtest, vergiss nicht zu abonnieren. In dem Sinne, erfolgreiches Training und bis im nächsten Video.